konnte man an ihm einen Paktierer mal offensichtlich erkennen? Wahrscheinlich, vermutlich nicht. Naja, seine verwischende Kontur. Ah. Also, er hat keine Kontur, er hat keinen Rand, er zittert die ganze Zeit. Tja, jetzt gibt es ein Risiko. Er steht an so einem kleinen Fenster neben der Gardine. Er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und hört auch wohl nicht auf. Wir sind in seinem Rücken, richtig? Ja. Dann hebe ich mal die Hand und mache ein Attackzeichen für Illusion. Ich erwidere Mord. Okay. Ich erwarte eine Antwort, also ein Nicken oder ein Ja, Nein, wie auch immer. Ja, Isarun stutzt kurz, zuckt dann mit den Schultern und nickt. Gut, dann probiere ich ganz leise und vorsichtig meinen Dolch zu ziehen. Mich hinter ihn zu stellen. Ich will mal eine Schleichenprobe. Ich lege schon mal meine Hand an meinen Schwertgriff, ganz langsam. Isarun, du hörst ihn, wie er da mit seinen schweren Stiefeln, ja, mit seinen Schuhen auf dem basaltenen Boden tritt, und eigentlich müsste man ihn hören, aber tut er wohl nicht. Vielleicht, weil du mit ihm interagiert hast und sonst keiner. Normalerweise wäre er unsichtbar. Gut, wenn das bis jetzt nicht bemerkt wurde, würde ich in einer Bewegung ihn den Mund zu halten, der linken Hand, und mit der rechten Hand den Dolch durch die Kehle in dein Gehirn treiben. Ja. Derweil bei Jarlan Goldhand. Ja, wir spielen rote und weiße Kamele. Brett- und Kartenspielprobe gegen Rafim, bitte. Bin nicht sicher, ob ich das aktiviert habe. Ja, ich auch nicht. Kriegskunst plus 10. Ich hab Brett- und Kartenspiel. Ich nehme trotzdem die Kriegskunst. Zählt Seegefechte. Nein, rote und weiße Kamele. Das ist eine rote und weiße Kamele-Version, so, die mit Schiffen gespielt wird. Nee, rote und weiße Kamele, da musst du auf Handel ableiten, bitte, nicht auf Kriegskunst. Ja, das habe ich auch nicht. Okay, dann nehme ich Brett und Karten. Habe ich auch nicht. Also beides nicht. Dann auf Feilschen, hast du Feilschen? Ich nehme an, dass Klugheit plus 7. Ich nehme an, dass Ugdan irgendwie daneben steht und uns allenthalben eine Hilfestellung gibt, weil er hat völlig einen Stuss ziehen. Ugdan hat es versucht, hat irgendwie sich 5 Minuten dahinter gestellt. Und dann bin ich aber auch da und ich bin da gar nicht so schlecht. Bist du nicht? Ugdan hat sich irgendwann einfach hingesetzt. Er wollte eigentlich mit Zulamin ins Bordell, hat dann einfach nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und bittet jetzt einfach nur noch Zulamin leise, dass sie endlich ins Bordell gehen können. Ja, wie, Alan, die Karte kann ich nicht legen, die kann ich doch. Bist du sicher? Ich bin das Spiel sicher. Ist ohne Karten. Es gibt keine Karten. Ihr müsst diese kleinen Kamele nehmen und von dieser Wüste zur Oase. Da gibt's keine Karten, Rafim. Keine Würfel. Warum habe ich dann 4 Knappen des Feuers auf der Hand? Und ich hab Würfel. Zulamin, Bordell, bitte. Ich hab vorhin eine 7 gewürfelt. Eine 7 war gut, Alan, ne? Eine 7 ist gut. Ich hab keine Würfel in diesem Spiel. Das ist kein Poltern. Ich glaube, die beiden lernen das heute nicht mehr. Wir können es insofern auch sich selbst überlassen, aber wir haben noch gar keinen Plan und wir stolpern sicherlich nicht ohne in dieses Bordell hinein. Also, unterbrecht euer Spiel mal kurz. Ihr könnt das nachher noch machen. Ich war gerade am Gewinnen, glaube ich. Vielleicht. Wenn er keine 12 würfelt, Rafim, dann hat er verloren. Rafim, du hast da eine Karte in deinem Ärmel. Das ist nicht einmal eine gute. Wenn du betrügen willst, dann steck doch ein Ass hinein. Ja, das ist, man muss die Karten ja auch irgendwo zwischenlagern. Jedenfalls, Ewald und das Bordell. Nun, warum geht ihr nicht einfach als Kundschaft hinein? Ihr müsst ja nichts gar zu Verwerfliches kaufen. Das könnten wir tun. Die Frage ist nur, was tun wir? Dieses Collier scheint im Besitz der Bordellbetreiberin zu sein und ist reserviert, sagen wir mal, für besondere Kunden. Mit Geld könnten wir uns sicher, nun vielleicht nicht sicher, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit Zutritt verschaffen. Aber was dann? Was macht dieses? Ich glaube kaum, dass ein Mord an dieser Frau
unserer Unauffälligkeit in der Stadt sehr zuträglich wäre. Ja, wir sollten definitiv keine Morde begehen, solange wir es noch vor uns herschieben können. Das wäre ziemlich dumm, jetzt einen Mord zu begehen. Ich denke auch, das sollten wir lassen. Ich meine die Prügelei. Vor allem einen Hohenpaktierer zu töten, das wäre jetzt überhaupt nicht ratsam. Ja, in der Tat. Wer würde sowas Blödes auch machen? Von daher wäre es wohl zielführender, das Tier dem zu stehlen. Aber ich denke, ganz so einfach wird das nicht sein. Denn es ist wertvoll und durch seine Fähigkeiten noch wertvoller. Und wir müssen es ja nicht lange entwenden. Vielleicht reicht es, wenn einer die Dame des Bordells lang genug hinhält, dass ein anderer mit dem Collier zu dem Fälscher gehen kann und es dann irgendwann wiederbringt. Das kommt noch hinzu. Wenn ich mit ihr in Kontakt trete, könnte es zu einer Berührung kommen und dann wüsste sie, woran sie ist. Selbiges würde mir aber auch passieren. Ja, wo wir uns gerade melden und wir sind Geweihte. Mein Arm ist auch oben. Also müsste Ogdan die Dame wohl bespaßen? Ich gebe mich nicht mit Bakterien ab. Ich bin ein Held, Jalen, schon vergessen. Nun, dann können wir diesen Plan also verwerfen. Aber wie kommen wir da sonst dran? Wir brechen nachts ein und stehlen es? Ach so, ihr könnt neuerdings wo einbrechen. Warum sagt ihr das denn nicht? Nicht das erste Mal, dass wir irgendwo einbrechen. Ja, aber das erste Mal, dass wir das ohne Ömer machen. Ich bitte dich. Ich habe von Ömer einiges gelernt. Das aber nur die ist wie die Geschichte, die ich von Ragnar gelernt habe, als ihr auf diese Burg von den vom jenseitigen Mordbrenner eingedrungen seid. Genau, hört euch die Geschichte an. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, wir müssen halt nur wissen, wo es ist, und dann können wir uns nachts sicherlich Zutritt durch ein Fenster oder so verschaffen. Wir müssen nur vor magischer Entdeckung getarnt sein, aber das können die beiden anderen, ja. Si, Signore. Ja, und dann... wir müssen halt wissen, wo und wie es gelagert wird. Ob es in einer Kiste ist oder irgendwo aufgebahrt wird oder ob die Frau es gar nachts um den Hals trägt oder so. Wissen wir denn, was genau das Amulett macht? Der Paktierer meinte, es würde seine Wirkung erst entfalten, wenn der Verschluss zuklickt. Aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Also Handschuhe und dergleichen. Ein Sack am besten. Ja, machen aber den Sack zu. Aber was es tut, wissen wir nicht. Nein, wir wissen nicht, was es tut. Ja, aber dem Fakt geschuldet, dass sie es benutzt, um diese Paktierer zu befriedigen, denke ich mal, wird das ihre Fähigkeiten verbessern. Wenn er es nur fälschen will, dann können wir vielleicht das Original danach zerstören. Ja. Wir ihm ja vorschlagen. Er könnte 2 Fälschungen machen oder so. Er könnte auch 5 machen. Nee, ich meine ja, Träne ist zerstört. Das meine ich ja, er macht eine 2. Fälschung und die deponieren wir, die legen wir halt statt des Echten dahin, damit es nicht sofort auffällt, dass es weg ist. Si, Signore. Gut. Ja, wir wollen jetzt keine Aufmerksamkeit erregen. Dann warten wir doch, bis die Magier zurück sind. Ja, das sollten sie auf gar keinen Fall umbringen, das wäre sehr dumm. Ja. Und hoffentlich kommen sie mit dem Siegel zurück, dann können wir diese Sache... hoffentlich schnell über die Bühne bringen. Ja, aber Zulamin, du musst mir jetzt aber jetzt mal helfen. Also er hat gesagt, die Karte ist nicht gut, aber ich gerade hab gedacht, wenn man den gelben Buben hat, dann kann man seine blauen Buben schlagen und er hat doch 2. Also ich dachte mir, ich lege jetzt hier den Knappen des Feuers auf den Tisch und dann muss ich nur eine 12 würfeln und dann habe ich gewonnen, weil ich dann 23 Punkte habe. Ja, aber deswegen muss ich ja den gelben Buben legen. Beiseite legt und Rafim. Wenn ihr schon falsch spielen müsst, dann versteckt doch lieber ein zusätzliches Kamel in eurem Ärmel. Spielen wir einfach eine Runde Zwerge stapeln. Boltax hört gerade nicht zu. Was hat das überhaupt mit den Kamelen auf sich? So weit sind wir noch gar nicht. Wir sind noch bei dem Teil, wo man würfelt. Ja, ihr seid Herr über eine Karawane und müsst die Eil ans Ziel bringen. Derweil stehen Iserun und Abelmir vor dem Leichnam, der ziemlich schnell ausblutet und... ihr seid alleine. Gibt es irgendwelche Fenster in diesem Zimmer? Ja, wohl in Richtung des Goldenen Hauses raus,
ein Fenster, ja, also besonders groß ist es nicht, aber man könnte da, wenn man da jetzt mit einem falschen Winkel vom Goldenen Haus kommt, auf das Borboradial blickt, könnte man tatsächlich euch sehen, wie ihr da neben, naja, man könnte euch nicht sehen, weil ihr eben unter dem Ignoratia steckt, aber man sieht auf alle Fälle die Leiche. Mhm. Dann helfe ich Abel mir, die erstmal auf den Boden zu legen, und ich möchte gerne die Tür zum Innenhof. Zur Innenhofseite gab es keine Fenster, ne? Nee. Dann möchte ich gerne diese Tür versperren oder zumindest blockieren. Gibt es eigentlich noch weitere Türen? Von hier aus abführend, ja. Nach links und rechts ist es, wie gesagt, kreisrund. Und ihr könnt dann auch die anderen Türen versperren oder einmal betreten. Sie sind aktuell noch geschlossen. Mhm. Nun, durchs Fenster, oder? Wir müssen ihn verschwinden lassen. Wir können ihn nicht gefunden werden lassen. Was schlagt ihr vor? Schauen, ob es eine alchemistische Werkstatt gibt und ihn verbrennen. Sagt einmal, ihr beherrscht doch den Transversalis, nicht wahr? Mhm. Könnt ihr euch nicht mit der Leiche, nun ja, zu Alan Fanan transportieren? Wie weit mag das wohl sein? Aber... Eine Meile? Maximal, vermute ich. Nun, dann sollte das eigentlich funktionieren. Macht euch immer Schauen wir uns erst einmal um hier. Ich nehme schon einmal... diese Akte an mich, ja? Ich würde das Buch an mich nehmen. Die Prophezeiung der letzten Tage. Wer weiß, was da drin steht. Mhm. Was ist denn eigentlich noch in diesen Schubladen drin, Frosty? Also aktuell Befehle veraltet. Du siehst ein kleines Säckchen mit Goldmünzen darin und eine, na, du hast jetzt den Schlüssel, weil hat er noch im Schloss stecken lassen. Kannst dann dementsprechend auch noch die anderen Schreibtischschubladen aufmachen. Da siehst du dann auch noch so eine kleine Schatulle, die ist wohl leer. Und ja, also was man eben in so einem Schreibtisch findet, was... einige Eisenklammern, die dann dafür sorgen, dass du die Papiere zusammenbinden kannst, und ein kleines Etui mit weiteren Drogen, die dich damit du nicht schlafen musst, was man eben braucht. Oder auch nicht in meinem Fall. Nun, die finde ich gewonnen. Ich denke, diese Akte, ich glaube, dort ist dieses Siegel drauf. Dieses hier, schaut mal. Ja, das sieht gut aus. Das müsste reichen. Nun. Willst du dich noch weiter hier umblicken, oder was? Nein, ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Schafft ihr es? Denkt an die Atmosphäre, die Störung in der Astralsphäre. Lass euch erst einmal ein Guardianum wirken. Ja, ich lasse mir dafür dann auch wieder Zeit. Ich werde dann auch, ich glaube, Gegendämonen machen. Ich werde allerdings nur 5 AP reintun. Ja, und dann begebe ich mich an den Transversalis. Person mitnehmen ist plus 7. Ist keine Person mehr, er ist tot. Lastentransport. Okay, das geht leider nicht, weil ich keinen ZFW 14 habe. Okay. Du hast ein THW von 20. Ah ne, das war der Guardiano. Mhm. Ne, wenn der jetzt nicht mehr als Person zählt, dann kann ich ihn nicht mitnehmen. Zählt er nicht. Was ist der... Ich meine... Ja, nein, er hat recht. Genau, also außer der Typ ist jetzt irgendwie 50 Stein oder leichter. Dann könnte ich den mit erweiterter Aura noch mitnehmen. Och, er ist ein Lolgramot-Paktierer. Ich glaube, die werden leicht. Ich glaube auch, ja. Also, gib mir mal ein Plus oder ein Minus. Wenn du ein Minus würfelst, dann das nicht gut, aber... Neutral. Oh. Ich sehe nichts. Ist das angekommen? Nee, ich sehe nichts. Nochmal bitte. Bei mir ist ja auch ein alter Mann, die wiegen sowieso schon nicht so viel. Wir sehen immer noch nichts. Er ist alterslos.
Ja, aber er ist von seinem Leib her ein alter Mann. Wir sehen immer noch keinen Würfel. Sonst würfel ich. Los. Ist das jetzt angekommen? Nee, meiner kommt irgendwie nicht an. Ja, passt. Plus, also. Er wiegt 59 Stein. Jetzt, wo er ausgeblutet ist und das ganze Blut in die Rinnen geronnen ist, ist er leichter. Alles klar, dann lasse ich mir wieder etwas Zeit. Muss dann nur die plus 3 mit verrechnen. Und wirke ein Transversales. In die Rabengasse und zwar am liebsten auch direkt in unser Zimmer. Mitten auf unser Kamelebrett. Ja, besser nicht. Ja, wir wissen ja von Boltax, was passiert, wenn man transversalisiert, beziehungsweise sich in Dämonischen Städten. Ah, aber dafür ist ja dann gar nicht um da. So. Wie viele Schildpunkte hat der Guardianum? Gegen Dämonen oder gegen anderes? Gegen Dämonen. Investierte Schildpunkte, also investierte ASP mal 3 plus ZF4 Sterne, das Ganze dann mal 7. Ich hatte 5 ASP investiert. Wie viele ZF4 Sterne hattest du? 14. 5 mal 3 plus 14 sind 29, mal 7 gegen Dämonen sind 203. Okay. Hey? Das klingt falsch. Das klingt echt falsch. Ich glaube nicht, dass du das richtig berechnet hast. Mach doch mal. Ich glaube nämlich nicht, dass die Investierten verdreifacht werden. Was soll das, die ZFP-Stern verdreifacht? Das wird uns aber auch selber bringen. So, doppelte ZFP-Stern, das sind schon mal 28. Oh, doppelte, plus okay, sorry. Die normalen ASP. Also sind wir bei 33. 33 Schildpunkte? Ja. Würfel mal 2W20. Das Ganze halt mal 7, Ball gegen Dämonen. Ja. Okay, sind die doppelten, nicht die dreifachen. Den Bock hab ich geschossen, sorry. 30? 15 und 15. Die werden mir abgezogen. Nee, anders. Du merkst, wie du dich in Zeitlupe in den Äther verschiebst. Deine Kontur wird von dem Wirbel ergriffen und du verschwimmst in einem Grau. Du willst dich in Zeitlupe bewegen in Richtung der Rabengasse und merkst, wie du wohl festgehalten wirst von einer gewaltigen, titanischen Hand. Als du dich umdrehst, kannst du das Goldene Haus erkennen und siehst, wie diese Hand aus der siebten Sphäre, aus diesem goldenen Haus auf dich greift und du versuchst die Hand abzustreifen, sie ist titanisch gewaltig, könnte dich mehrere Male umgreifen und dann versuchst du dich zu ducken und verlierst wohl Limbus-Essenz, dein Gewand grau zerreißt in einem Schleier, dann platzt du wieder auf die Oberfläche und merkst, wie du wohl einen Kamelstein in deinem Auge hast. Die anderen erkennen wohl, wie Iserun gerade auf dem Tisch gelandet ist und das Spiel mit einem Krachen, naja, nicht zerstört, aber sie ist gerade auf dem Tisch gelandet. Da, Iserun! Ich hab was im Auge, was ist das? Das ist mein Kamel, gib das her, ich war gerade am Gewinnen. Ja, ihr wart nur 4 Felder vorne, hätte ich jetzt zweimal eine 7 gewürfelt, wäre ich 3 Felder wieder vorne gewesen. Aber nicht, wenn ich vorher eine 3 gewürfelt hätte, denn dann nicht genau auf dem Feld gestanden, das du gebraucht hättest. Das macht man ja, scheiße. Nein, ist alles in Ordnung mit eurem Auge? Und was habt ihr da für ein Bündel? Wie hoch ist deine Magieresistenz? Meine 8, warte mal. Nee, 9. 9. Ihr anderen könnt erkennen, wie Iserun wohl so ein bisschen. Sieht aus wie Glühwürmchen, die sie um sich hat, allerdings leuchten sie in einem ungesunden Grau. Umgeben sie, umflirren sie. Ist das eine Leiche? Ja. Aber das ist nicht da bei mir. Nein. Das ist Zurbaran der Rote. Was sind das für der Prophet Viecher? Der letzten Tage? Ist das nicht dieser Proprio? Mhm. Den habt ihr abgestochen. Abelmir war's. Also Kurtan war's. Und hierher gebracht. Ja. Wolltet euch doch nur nach dem Siegel umsehen? Ach ja, das Siegel. Hier. Huch, wo ist denn meine Robe hin?
Naja, hier ist sie. Schaut mal, eine Akte. Da ist das Siegel auch drauf. Und wo ist Abel mir? Hat er euch überrascht? Erst mal zurück. Was? Nein, er war da und er war ein Paktierer. Ich sprinte zur Tür und gucke irgendwie, stehe hier, Gott, wie hieß er, Pennaro? Ja, du kannst dir den, die Wachperson steht ja draußen vor dem Tor. Genau. Ich nehme den Turm halt den nächstbesten. Sag mal, gibt es hier einen Keller? Ein Keller, klar. Wir haben hier alles. Auch Keller. Hervorragend. Und habt ihr vielleicht auch einen Sack, etwa so groß? Er guckt sich an, was du gerade anformst. Alles klar, wir haben ein großes Fass mit Säure, wenn du das brauchst. Ihr lest meine Gedanken. Wunderbar. Wir sind alle Anfahner. Wir wissen, wie man solche Dinge tut. Hervorragend. Gleich wieder da. Spogelsen, was sind das denn für Viecher, die da um euch rumfliegen? Was für Viecher? Ja, diese Glöwe. Was ist das? Vielleicht solltet ihr das analysieren? Exorzieren? Was auch immer. Denn? Ich gucke mir die Viecher mal an und versuche mal eins zu fangen. Magie müssen solche an euch angeheftet haben, als ihr durch den Limbus seid. Limbologie würde zählen. Da würfel ich doch mal mit. Oh, 4 Punkte. Das ist eine magische, limbologische Krankheit, die ich befallen hat. Die geht wieder weg, aber das ist unangenehm und es könnte sein, dass das zu einem Leibeschwund führt. Oh, weiß ich, was ich dagegen tun kann? Warten und nicht wieder transversalisieren. Na gut. Oh je, ach, das ist aber unglücklich. Das passiert manchmal. Das ist so eine, merkwürdiges magisches Phänomen. Das sind so eine Art, wie Limbusflöhe, glaube ich. Oh. Sehr unangenehm. Sollte sich aber von alleine widerlegen, hoffe ich. Ja, aber Abimir kann derweil nochmal die restlichen Truhen durchwühlen. Ja, es ist wirklich nur Kram drin. Also du siehst einen Passierschein für die Stadttore bei Nacht. Du kannst erkennen, wie der Federkiel mit saphirblauer Tinte drin ist. Ein kostbares Taschentuch aus Seide. Eine Laterne mit den Initialen von ihm. Eine rostige Metalldose mit Staub drin. Du weißt nicht, was das für Staub ist. Und ein Stück Seife, was nach Rosen duftet. Ich würde auf jeden Fall den Passierschein einstecken. Mich dann zur Tür begeben. Gibt es dort ein Schlüsselloch? Ja. Dann würde ich mal durchs Schlüsselloch gucken, aber erstmal. Ja, du siehst auf den Rücken der Borbrat-Statue. Ich kann sonst nichts weiter erkennen, also. Du guckst genauer hin und siehst, wie ein Auge durch das Schlüsselloch hindurch starrt, zurück. Das ist nicht gut. Ich würde mal zurückretten. Du stößt gegen jemanden, der hinter dir steht. Dann würde ich meinen Zauber aktivieren. Welchen Zauber? Umbra Porta. Umbra Porta. Oh. Was tut der Umbra Porta? Ich schreite durch einen Schatten, also ich deute auf einen Schatten und in diesem Schatten werde ich dann sozusagen hindurchtreten und in einen anderen Schatten wieder hinaustreten. Ja. Deswegen hatte ich gefragt, ob es da was zu sehen gibt. Also ich durch diese Schatten wirst du finden, klar. Gut, dann würde ich diesen Umbra-Porter schnell wirken. Also ja. Ich lass mir keine Zeit. Zauberdauer ist modifizierbar, genau. Also plus 3, wenn mich alles täuscht. Genau, verdoppelte Zauberdauer. Oder halbierte Zauberdauer sozusagen. Jo. Gar nicht so gut. Es reicht. Das entscheide ich. Okay. Du willst die Matrix öffnen. Du hast den Zauber schon viele Male gewirkt und gerade für dich als Schattenmagier, wenn man dich mittlerweile so titulieren kann, immerhin hast du deine Magisterarbeit schon fertig geschrieben, liegt noch auf dem Schreibtisch. Die Matrix scheint nicht so zu funktionieren, wie das sonst ist. Du versuchst sie zu öffnen, dir fehlt sowas wie ein Schlüssel. Vielleicht hat Isarun die Tür zerrissen, als sie den Transversalis benutzt hat, aber dann merkst du, wie wohl eine Hand aus den Schatten greift und dich mit rüber in die Schatten zieht. Es ist die gleiche Person, die hinter die du eben gerade getreten bist, beziehungsweise gegen die du gestoßen bist,
und du kannst erkennen, wie dort ein Magier mit einer rot-schwarzen Robe steht und 7 Hörnern auf dem Kopf. Gut gemacht, Abelmir. Willkommen in den Schatten. Wer seid ihr? Ich bin Xamanot. Ich trete mal vor Entsetzen einen Schritt zurück. Du trittst zurück und fällst aus den Schatten wieder zurück in die Realität. Und ja, du guckst dich kurz um, du stehst irgendwo, ja, du guckst auf die Straßen, Fachwerkhäuser um dich herum. Du bist irgendwo in Mendena, zumindest hoffst du das. Meine Ignoranz hier wirkt ja immer noch, die hält eine Viertelstunde. Ich habe ja, muss man vorher angeben eigentlich, ich habe eine Viertelstunde gewirkt. Ich gucke mir um und gucke mir erst nach Orientierungspunkten an. Dein Herz pumpt. Hat er dich verfolgt? Sankt Borberat Xamanot. Elvranjar des verbotenen Wissens, Ungeborene, Portifex Maximus, erschienen und verbannt in Schwarz und Rot, wiedergekehrt im Schwarz und Rot. Vorbestimmter Herr in Schwarz und Rot, der Zitadelle am Rand der Welt, Herr über Blut und Metall.